Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Memoria. Müsste mittlerweile Part 11 sein oder so. Wir sind hier mit Prinzessin Zadia, die endlich wieder den Stab hat. Hier mitten im Rastulsfall. Und hier am Wasserfall hat sie jemanden erspäht, den sie kennt, hat sie gemeint. Da sehen wir doch gleich mal nach. Oh. Vairondra. Ich glaube, seine Klinge war vergiftet. Hättest du nur ein Schwert benutzt und nicht diesen vermaledeiten Bogen. Ganz ruhig. Wenn du dich aufregst, verteilt sich das Gift nur noch schneller in deinen Venen. Bist du sicher, dass uns niemand gefolgt ist, wo ein Verkina aus dem Busch springt? Ist die restliche Sippe nicht weit? Keine Sorge. Er hat keine Haare. Er ist ein Ausgestoßener, ein Unehrenhafter, der seine Gegner feige vergiftet. Ich werde ihn für seine Schandtat büßen lassen. Das sind Rondra-Amazonen. Ich hatte gehört, dass sie ihre Festung westlich von hier haben. Aber was machen sie so weit draußen? Kümmert euch nicht darum und verschwindet von hier. Nein, ich brauche den Mistkerl. Nur er kennt den Weg nach Draconia. Den Göttern zum Gruße. Wie ich sehe, habt ihr einen Verkina gefangen. Wer seid ihr? Ich sag die Wahrheit, wenn ein Bogen auf mich gerichtet ist. Ich heiße Zadia. Der Verkina sollte mich durch den Rastulswall führen, bevor er mich niederschlug und ausraubte. Danke, dass du ihn für mich gefangen hast. Hör nicht auf sie. Siehst du nicht die Finsternis in ihren Augen? Du siehst mir auch nicht. Ich habe die Situation im Griff, Mutter Löwin. Ihr wart leichtfertig, einem solchen Mann zu vertrauen. Ein Verkina ohne Haare ist ein ehrloser Verkina. Und ein Mann ohne Ehre ist ein Mann ohne Gottesliebe und Stolz. Und als solcher zu allem fähig. Wohin sollte er euch führen? Auch hier sagen wir wieder die Wahrheit. Ich bin auf dem Weg nach Draconia. Zum Konzil der Elemente? Warum? Ich will mich dem Heiligen Heer dort anschließen. Und in die Schlacht in der gorischen Wüste ziehen. Dann haben wir dasselbe Ziel. Nicht Draconia, aber den Krieg. Erschieße sie. Sie ist böse. Was soll das denn? Ihr sprecht im Wahn. Bitte beruhigt euch. Gut. Also zum einen, nur weil sie so plakativ gesagt hat, das sind Rondra-Amazonen. Es gibt im Prinzip nur Rondra-Amazonen. Rondra ist die Göttin des Krieges oder ja zumindest des Kampfes, des ehrenhaften Zweikampfes und so. Und die Amazonen in Aventurien sind zum einen natürlich eine Art Elitetruppe, zum anderen aber auch alles mehr oder weniger Rondra-Geweihte. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein Söldnerhaufen, sondern das sind alles heilige Kriegerinnen. So, aber wir reden noch ein bisschen und zwar verwundet bist du, warum? Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen, als der Verkina uns überraschte. Er erdolchte mein Pferd und vergiftete meine Schwester mit seinem Dolch. Wir nahmen ihn gefangen und um weiteren Angriffen zu entgehen, zogen wir uns hierher zurück. Zum Glück ist das Gift harmlos, aber es verleitet zu Fieberträumen und zu Schläfrigkeit. Ich wünschte, dagegen könnte ich irgendwas tun, aber tja, was ist eure Mission? Du bist sehr jung für eine Kriegerin. Wenn das Schicksal uns ereilt, können wir nicht warten. Wir müssen handeln, wie uns befohlen. Für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Glaube mir, ich verstehe dich. Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision unserer Göttin Rondra empfangen. Ein roter, brennender Löwe. Das Symbol unserer Göttin. 20 Ähren, davon nur die Hälfte gereift. Sie stehen für mich und meine Schwestern und die Statue einer mächtigen Kriegerin. Umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Lange haben wir kein so deutliches Zeichen mehr erhalten. Wenn die Löwin spricht, müssen wir gehorchen. Nun, Visionen sind allerdings immer so eine Sache. Ich schätze mal, ihr wollt Rachwan nicht freilassen. Warum lasst ihr den Verkina nicht frei? Niemals! Er ist gefährlich. Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Nun gut, das könnten wir eventuell... Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorgan sind auf dem Weg nach Ankopal, bereit, das Zentrum des Bösen zu attackieren. Sie warten nur noch auf die Verstärkung, die derzeit in Draconia vor Anker liegt. Derweil sammeln sich die Horden der Finsternis in der gorischen Wüste. Eine glorreiche Schlacht steht uns bevor. Nun, zum einen nicht so glorreich, wie du denkst, und zum anderen, wie kann auf Draconia irgendwas vor Anker liegen? Das ist eine verdammte Magierfeste auf einem der höchsten Berge Aventuriens.
Apropos, sieht noch jemand das Auge hier im Baum außer mir? Na gut, Ende. Ich werde mich etwas umsehen. Ja, aber nähert euch nicht dem Gefangenen. Ihr werdet sonst schneller einen Pfeil in eurer Hand spüren, als euch lieb ist. Okay. Wie nett ihr zu ihr seid. Sie ist genau wie ich. Es wird nicht leicht, ihr Rachmann abzuschwatzen. Es sei denn... Willst du jetzt doch helfen? Ich habe zumindest einen Einfall, aber dafür brauche ich seine Halskette. Was hast du vor? Bringt mir die Kette und ich zeige es euch. Na klar, vertrauen wir mal wieder blind einem dämonischen Zauberstab. Super. Was haben wir denn hier alles? Helm und Schild, Amazone, Rachwan. Achso, da ist seine Halskette, die hängt so runter. Malerei, Mann, Obst pflücken. Hier ein Ast, ein Stein. Machen wir den einfachen Sachen. Kann man den mitnehmen? Oh, einfach so steckt sie den kopfgroßen Stein ein. Okay. Nicht schlecht. Ja, können wir da nach oben gehen? Ach, dann geht sie hier nach oben. Kann ich da was mit den Ästen machen? Großer Wasserfall. Ast. Okay, ich habe ja nicht so viele Optionen. Kann ich mit dem Stein den großen... Ich sehe keinen Zusammenhang. Okay. Aber ich sehe sonst auch nicht viel Zusammenhänge. Was es hier mit dem Ast auf sich hat? Mit bloßen Händen bekomme ich die Äste nicht auseinander. Aber mit einem Werkzeug meinst du? Zum Beispiel mit dem Dolch? Jetzt hängt er hier noch weiter nach unten und wir haben uns dem Gefangenen nicht genähert. Ich verstehe. Ja, aber sonst verstehe ich jetzt nicht mehr so viel. Was kann ich denn hier noch machen, bitte? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Gehen wir nochmal nach unten. Nach unten. Ah, kleiner Wasserfall. Wartet mal. Stein. Wasserfall. Ah, so. Aber ich kann das nicht auswählen und ich darf ihn nicht berühren. Okay. Das ist jetzt eher Bereich typisch Adventure oder typisch Computerspiel. Ich versuche das mal. Und wenn das hinhaut, dann ist es eben, ja, etwas, das nur im Film funktioniert oder eben in einem Spiel. Ernsthaft? Okay. Also wie gesagt, das fällt eher in die Richtung Deus Ex Machina. Ast mit Halskette. Jetzt haben wir die Halskette. Danke. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte. Als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild von meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun, ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken und ihn auffordern, sich mit ihr gutzustellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Ah. Richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre euch alles Weitere. Okay. Visionen schicken auf Halskette. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über 3 Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über 3 Visionen? Ja. Richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese 3 Dinge unweigerlich zusammen denken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Ah, so funktioniert das. Wir können alle Hotspots anwählen. Das heißt, ich kann sagen, Amazone, Rachwan selbst... Und etwas, das Freundschaft und Geselligkeit ausdrückt.
Obst, Jagd, Frau, Mann, Drache. Lagerfeuer. Lagerfeuer ist das Sinnbild dafür. Alegluk Zulascha Savscha. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul Asavscha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Okay, was hat ihr denn wohl gesagt? Aber wir haben doch was jetzt etwas Persönliches der Amazone. Können wir ihr jetzt eine Vision schicken? Jawohl. So, na, was schicken wir ihr denn bitte? Oh, keine Ahnung. Also, es geht um Rachwan. Sie wird wohl nur... Was haben wir denn hier? Mann? Ne, wir haben ihn schon. Drache? Jagd? Lagerfeuer? Obst? Alte Amazonen wird uns nichts nutzen. Schild? Was könnte das Schild bedeuten? Achso, sie wird ja wahrscheinlich höchstens was... Sie hätte gesagt, ein so deutliches Zeichen. Das heißt, die rote Löwin sollte drin vorkommen. Also das Abbild Rondras. Und jetzt ist wieder... Wasserfall? Nee, alte Amazone? Nee. Drache. Wir wollen ja nicht, dass sie denkt, er ist irgendwie gefährlich. Dass er ein Mann ist, weiß sie. Dass er eine Frau ist, soll sie besser nicht denken. Sie soll ihn nicht jagen. Wir könnten ihr versuchen, dasselbe zu schicken wie ihm. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, O Rondra? Ah, okay. Also hat das schon mal funktioniert, aber noch nicht ganz so, wie wir wollten. Das Symbol der Göttin und der Ferkina, die haben wohl gestimmt. Da bin ich mir relativ sicher. Also gehen wir jetzt am besten mal all diese Zeichen durch. Ich fange beim Obst an. Was ist mit dir? Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet, und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. Okay. So, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Ob das die beste Idee ist, die sie hatte? Gibt's hier noch irgendwas zu tun? Nee, na dann bleibt uns keine Spielchen anderes mehr, über. Ja? Wie ich es hasse, von ihm abhängig zu sein. Achso, Fesseln lösen. Mach ich wohl besser mit dem Dolch. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Ja, jetzt. Oh, nee. Oh. Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Und nun zu dir. Weißt du... Ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage.
Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Ein ganz schön mächtiger Zauber, den der Stab da gewirkt hat. Oh. Da sind wir bei Geron. Ah, sehr gut. Du bist wach. Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Okay, wir sind also wieder in Gerons Zeitlinie. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Rashtulswald-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Ich glaube, der spielt auch irgendein falsches Spiel, ganz ehrlich. Ja. Ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Ich verstehe auch fast kein Wort, aber ganz ehrlich, ich möchte das trotzdem gerne lösen. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Die Lösung erraten? Der Mogul ist des Skarabäus. Warum soll der Mogul des Skarabäus sein? Ich sag's einfach mal. Der Mogul in der Kammer nannte sich selbst der Schwarze Skarabäus. So wie sein Leichnam über die steinernen Wände der Grabkammer herrscht, herrscht die Grabkammer über ihn. Das klingt nachvollziehbar. Aber warum sollte Satya dies geheim halten wollen? Nein, ich glaube, wir übersehen nach wie vor etwas ganz Entscheidendes. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Okay, das klingt seltsam. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Wer? Er? Verdammt! Wo ist er hin? Au! Mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Rashtulswall, von Drachen erbaut. Eulrich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles.
Okay. Und auf geht's in Kapitel 4. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Wir erinnern uns jetzt an gar nichts mehr, denn hier mache ich einen Break und mache dann beim nächsten Mal weiter, wenn es auch wieder heißen wird Let's Play Memoria. Das war jetzt schon mal sehr aufschlussreich, finde ich. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald. Macht's gut. Euer Chris.